Willkommen zurück zu The Sinking City, da sind wir wieder und es geht natürlich weiter. Und zwar, nachdem wir beim letzten Mal ja der armen Bibliothekarin Joy geholfen haben, ihr Granny Weaver-Problem zu lösen. Wer das nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall die letzte Folge gucken, denn das war der beste Nebenauftrag bisher im ganzen Spiel. Super unheimlich, eine richtig, richtig nice Sache. Aber dieses Mal geht's mit der Hauptgeschichte weiter. An der Stelle natürlich, wie immer, vielen Dank an alle, die immer noch dabei sind, die liken, die Kommentare geben und so weiter. Ihr wisst, das supportet mich sehr und das freut mich viel mehr als irgendeine Spende oder irgendwas. Weil das hier ja so ein bisschen mein Herzensprojekt ist, ne? Das ziehen wir zusammen durch. Und wenn am Ende nur noch 30 Leute zugucken, drauf geschissen. So, soweit, so gut. Schauen wir in die Fallmappe. Genau, wir mussten herausfinden... Genau, da sind wir stehen geblieben. Ebernote Blackwood, auf dessen Fersen waren wir ja. Der pilgert ja des Öfteren in die Fischfabrik der Blackwoods. Die muss sehr alt sein und muss sich am Wasser in einem der Hafenbezirke befinden. Und wir müssen dafür recherchieren. Die Grundidee war, dass wir Informationen dazu eventuell im Rathaus finden. Also hier. Und daran würde ich auch festhalten tatsächlich. Weil ich wüsste nicht, wo man sonst nach alten... Fischfabriken suchen könnte. Höchstens noch in der Bibliothek. Oder waren wir beim letzten Mal? Muss gerade mal überlegen, weil ich wollte das ja in der letzten Episode schon machen und habe dann... Ich habe aber abgebrochen, bevor ich hier reingegangen bin. Meine ich. Ja, die Olle da, die haben wir gar nicht mehr gesehen. Und jetzt sind wir eh hier. Können wir eh mal eben durchklicken. Da ist es. So. Hafenbezirk. Grimhaven Bay vielleicht. Arbeitsunterlagen. Oh, das wird schwierig. Das wird, glaube ich, echt... Unternehmen. Guck mal, das ist schon mal... Warte. Ich hab's. Zeitraum. Seit die Familie nach Oakman zog, gibt es diese Fabrik. Sie muss also recht alt sein. Haha, es hat geklappt. Fischfabrik Blackwood Marsh, gegründet 1873. Eigentümer Iona Blackwood Aldous Marsh. Adresse an der Ecke Nantucket Street und Fitz O'Callaghan Street im Zentrum des Bezirks Grimhaven Bay. Fitz O'Callaghan kommt mir bekannt vor. Die Nantucket Street. Schauen wir mal. Zentrum Grimhaven Bay. Da, Nantucket. Ja, dann ist es vielleicht sogar das Große hier wieder. Gibt auf jeden Fall direkt wieder einen Schnellreisepunkt. Deshalb ab dafür. Haben Sie ein Problem? Ja. Mensch, das ist ja mal richtig freundliches Wetter hier in Oakmont. Kommt bestimmt, weil wir... Oha. Bestimmt, weil wir Granny Weaver beseitigt haben. Ja. Aufstände bleiben nicht aus in diesen schweren Zeiten. So, wir müssen dorthin. Grimhaven Bay Zentrum. Dann wollen wir mal schauen. Schauen wir mal, was da so geht. Kithigona. Kithigona. Man weiß es nicht. Ah. Hallo. Na, kommen Sie alle gerade von der Arbeit? Canning Factory. Das sieht doch nach einem Ort aus, wo wir hinwollen. So, hier oben kann man nichts machen. Aber... Dort. Fitz and Himes Warehouse. Warte mal, bin ich hier überhaupt richtig? Ja. Wir sind richtig. Da, das ist die. Da müssen wir rein. Gut, die Frage ist jetzt... Ah, warte mal, hier.
Ich habe noch keinen Plan. Ich bin ja wahrscheinlich auch gerade auf der völlig falschen Seite, weil die Bücher haben uns ja eigentlich die andere Seite gezeigt. Aber egal. Was glotzen Sie so, Neuankömmling? McFinley. Warte. Erstmal wieder richtig hinsetzen. Oh, ich habe hier heute komplett umgebaut. Ich hoffe von daher, dass die Technik klar geht. Also, dass der Ton gut ist. Dass der Greenscreen jetzt auch langsamer hält. Ich habe mir nämlich einen neuen Monitor zugelegt. Ja, ja. Leute, die den Kanal hier länger verfolgen, die kennen das Dilemma. Auch in Streams und Co. habe ich immer nur mit einem Monitor gespielt. Und das war teilweise dann doch ein bisschen fummelig mit Chat und Co. Aber jetzt ist der zweite Monitor da. Nur musste das natürlich alles eingerichtet werden. Meine Herren, ich finde irgendwie... Ich finde keinen Eingang. Warte mal. Man hat mir auch geraten, ich sollte mich mal ein bisschen ruhiger umsehen. Aber ich bin halt echt so ein Hektiker, ne? Also. Nochmal einmal in die Fallmappe gucken. An der Ecke Nantucket Street und Fitz O'Callaghan. An der Ecke. Das wäre ja diese Ecke dort. Und da ist ja auch definitiv die Fischfabrik. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Also, hier sind wir schon mal, glaube ich, ganz richtig. Aber wenn wir halt da weiter runtergehen, weil es besagt doch an der Ecke. Naja gut, an der Ecke, nicht in der. An der Ecke. Also das Gebäude da. Wie kommt man da hin? Vielleicht doch über... Da geht's definitiv nicht rein. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade schon wieder super dämlich an und renne die ganze Zeit am Eingang vorbei. Content strecken. Ich strecke gerade den Content. Meinen eigenen Content. Ich renne da jetzt nochmal komplett um zu. Weil hier gibt's auch einfach keine Türen rein. Also meine Vermutung ist ja doch, dass man da hinten irgendwie über die Brücke oder so. Weil hier klettern, das bringt auch nichts. Blackwood und Marsh. Oder ist das hier schon das Gelände? Aber wir sind ja in der Straße drin. Ich kann mir das nicht vorstellen. Warte mal. Hier können wir auch nicht klettern. Aber theoretisch, hier ist ja der Durchgang. Das ist die Factory. Das Factory-Gelände auf jeden Fall. Ich versuche noch einmal, da über die Brücke irgendwas zu werden. Ansonsten, vielleicht ist ja auch tatsächlich dieses ganze Viertel da, weil das scheint ja alles zu dieser Fabrik zu gehören, aber... Ja, okay, das war vielleicht gar nicht so gedacht. Nicht runterfallen. Nee, ich möchte da nicht runterfallen, weil der Typ, der... verletzt sich so schnell und das wird auch nicht das Richtige. Da können wir rein. Oh mein Gott. Und ich dachte, ich würde zur Abwechslung mal der Erste sein. Guten Tag, Mr. Reed. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Sie so früh hier auftauchen. Kennen wir uns? Ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen verärgert. Die Männer des Gelben Königs wissen sonst immer alles, was in dieser Borg vor sich geht. Auch sie betreffend.
Ich konnte mir bereits ein Bild von Ihrem Wirken machen. Welche Beweggründe haben Sie? Wir? Sagen wir einfach, wir sind besorgte Bürger. Und die gegenwärtige Situation ist sehr besorgniserregend. Ich glaube, Sie haben vor kurzem etwas Wichtiges verloren. Und wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass Sie es zurückbekommen. Das Siegel. Genau. Es muss gefunden werden, bevor Sie dem Wahnsinn verfallen, so wie all die anderen Auserwählten. Was sagten Sie da gerade über die anderen Auserwählten? Irgendwann drehen alle Auserwählten durch. Daher rate ich Ihnen, sich zu beeilen, was auch immer Sie zu tun gedenken. Auch Sie sind davon nicht gefeit. Und was ich so gehört habe, merkt man es Ihnen langsam an. Was ist denn die Grafik so ruckelig, wenn der redet? Was erhoffen Sie sich davon, mir zu helfen? Ich befolge nur meine Anweisungen. Seht ihr das? Und mein Boss hat sich diesbezüglich unmissverständlich ausgedrückt. Ihr Boss? Wer ist das? Das werden Sie noch früh genug erfahren. Wenn das hier vorbei ist, wird er Sie aufsuchen. Ich hoffe doch, wir kommen uns nicht gegenseitig in die Quere. Ganz und gar nicht. Da Sie nun hier sind, tun Sie einfach, was Sie vorhatten zu tun. Und lassen Sie uns in Ruhe unsere Dinge erledigen. Sollte sich Ebernote Blackwood blicken lassen, werden wir ihn dieses Mal endgültig erledigen. Dessen können Sie sich sicher sein. Kurios. Also nicht nur, dass der Typ in der Zwischensequenz voll am Ruckeln war, auch was hier schon wieder abgeht. Sie können sich auf uns verlassen, Mr. Reed. Keine Sorge, wir passen auf. Okay, die alte Leier erstmal nach oben und dann schauen wir weiter. Ich muss gleich vielleicht auch mal gucken, ob ich wieder irgendwas zusammenbauen kann. Im Kampf gegen Granny Weaver haben wir ja einiges verloren. Wie lange steht das schon hier? Warum hat hier niemand aufgeräumt? Die Zuhörer scheinen mitten im Vortrag gegangen zu sein. An E. Blackwood. Mr. Blackwood, vielen Dank für Ihre großzügige Spende. Jede Dose Fisch, die Sie uns zukommen ließen, hilft uns weiter. Was Ihre Frage hinsichtlich der sich ähnelnden Visionen betrifft, die Privatsphäre unserer Patienten liegt uns sehr am Herzen, aber für einen Gönner wie Sie lässt sich da sicher etwas arrangieren. Sobald ich verwertbare Informationen gesammelt habe, lasse ich es Sie wissen. Allerdings fühle ich mich verpflichtet, Sie zu fragen, warum Sie sich für dieses Thema interessieren. Dr. Palmer. Oh, hey. Also der Wahnsinn wird auch ein immer größeres Problem, ne? Was für ein Glück, dass ihr Bastard eure Notizen zurückgelassen habt, bevor ihr geflohen seid. Alle Auserwählten sind hier aufgeführt. Oha. Hinter mir hat's geknackert. Okay. Neues Gedankenspiel. Schauen wir erstmal das Gesammelte durch. So. Ich muss das immer alles weggeklickt haben. Kennt ihr das, wenn sowas noch, wenn hier Sachen offen sind? Das mag ich gar nicht. Das muss alles schön weggeklickt sein. Also, was ist neu hier dazugekommen? Die Auserwählten werden wahnsinnig. Wer die Saat in sich trägt, wird irgendwann aufgrund der Vision wahnsinnig und muss daher schnell handeln. Ebernote Blackwood hatte die Auserwählten in der ganzen Stadt fest im Blick. Die Saat wird mich wahnsinnig machen. Wenn ich die Saat nicht bald loswerde, werde ich wie die anderen Auserwählten völlig dem Wahnsinn verfallen. Das Ritual könnte mich retten. Oder die Saat wird mich wahnsinnig machen. Ich hoffe ja einfach noch auf das Ritual. Ich glaube sowieso, dass hier letzten Endes, egal was wir tun, es wird schlecht ausgehen. Wir haben immer noch ein Gedankenspiel. Ebernote Blackwood entwickelt ein Ritual. Aber nee, das gehört wohl zusammen. Ne? Ebernote Blackwood ist von seinem Schicksal enttäuscht und nun besessen davon, ein Auserwählter zu werden. Ich bleibe dabei. Das Ritual könnte mich... Warte, das ist immer noch eins.
Albernaut Blackwood will die Träger der Saat von ihrem Fluch befreien. Mit welchen Methoden und warum auch immer. Eieiei. Daraus ergibt sich... Aber Albernaut Blackwood ist voll der Arsch. Blackwood kann den Fluch von mir nehmen. Blackwood ersann ein Ritual, um den Fluch von den Auserwählten zu nehmen. Er nahm das Siegel an sich, da er glaubt, es handele sich dabei um das fehlende Puzzleteil für sein Ritual. Das Ritual ist meine einzige Chance, nicht völlig dem Wahnsinn zu verfallen. Ich muss Blackwood finden. Wer weiß, ob das mal wieder richtig war. Meine Hoffnung ist, dass er uns den Wahnsinn, also diese Saat, nimmt, weil er sie selber haben will. Dann werden wir auf jeden Fall nicht wahnsinnig, aber Evernote Blackwood wird wahrscheinlich dann der Oberfiesling. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war das die falsche Entscheidung. Wahrscheinlich würde ein Großteil von euch auch anders handeln, aber ich musste handeln. Und irgendwie, ich habe die Hoffnung, dass es das Richtige war. Wir gucken mal. So, was haben wir hier denn alles Feines? Mensch, das sieht ja traumhaft aus. Gleich ein Foto machen. Vielleicht bringt es ja irgendwann mal was. So. Kann man sich die Dinger eigentlich irgendwo ansehen? Die Fotos, die man gemacht hat? Nee, ne? Oder? Naja. Uralte Prophezeiung. Als das Zeitalter der Menschheit noch nicht angebrochen war, existierte Kythygonar bereits viele Äonen unter der Erde. In diesem schauerlichen Gefängnis schlummert im Verborgenen die Tochter des Schläfers, dazu verdammt, diesen Ort niemals zu verlassen. Doch da sind jene, die seine Tochter befreien könnten. Würde doch die Saat des Schläfers zu ihr gelangen. Kurz bevor der Zyklus von vorn beginnt, zieht es all jene, die Saat in sich tragen, getrieben von abscheulichen Visionen, gen Kythygonar. Das Siegel von Kythygonar wird den Weg ebnen, viele werden es versuchen und dabei zugrunde gehen. Wenn die Sterne richtig stehen und der Schläfer sich rührt, wird es jedoch einem gelingen. Dann ist die Tochter des Schläfers frei und aus ihrem angeschwollenen Bauch wird der Schläfer hervorkommen und so ein weiteres Mal das Licht der Welt erblicken. Ach, ich... Wir haben das Siegel. Und oben geht die Party ab und ich hätte mich doch anders entscheiden sollen. Jetzt so im Nachhinein. Kann man das noch ändern? Ach, nice. Es gibt kein Mittel gegen den Fluch. Evernote Blackwood ersann ein Ritual, mit dessen Hilfe der Fluch von den Auserwählten genommen werden kann. Bisher endeten jedoch alle Versuche tödlich. Es scheint fast so, als sei der Fluch eine Bürde, die mir niemand nehmen kann. Ich muss mir das Siegel von Evernote Blackwood zurückholen. Ich weiß es nicht. Weil vielleicht bin ich ja auch der Auserwählte und... Oh, ich weiß es doch nicht. Und viele von euch werden jetzt wahrscheinlich schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Da ist er. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ah, ich weiß es nicht. Aber... Da sind sie ja, Mr. Reed. Gerade als ich dachte, dass ich vielleicht zu aufdringlich war. Eine sonderbare Art und Weise, jemandem Avancen zu machen. Sie sind auch nicht gerade ein Charmeur. Ich dachte, wir könnten reden. Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem sie diese Halunken angeschleppt hatten. Sie haben mir im Tempel des Dagon das Leben gerettet. Warum? Warum nicht? Schließlich dachte ich, sie seien auch einer der Auserwählten. Und wie sich herausstellte, lag ich richtig. Wir sitzen im selben Boot, sie und ich. Und ich wollte nicht alleine in diesem Boot sitzen. Nicht mehr, nicht weniger. Oh, na dann. Man sagte mir, die Auserwählten würden alle früher oder später wahnsinnig werden. Stimmt das? Ja, ausnahmslos. Kein gewöhnlicher Mensch ist dazu imstande, den Fluch dauerhaft zu ertragen. Ich hingegen. Das Schicksal sah es vor, dass ich diese Last trage.
Und darauf wurde ich mein ganzes Leben lang vorbereitet. Es ist meine Last allein. Und doch wird sie mir verwehrt. Ist das hier für Sie eine Art Pilgerort? An diesem Ort kam meine Familie einst zusammen, bevor sie in die Tiefen hinabstieg, um nie wieder die Sonne zu sehen. Und mich ließ sie hier zurück, als Strafe dafür, dass ich sie enttäuscht hatte, da ich nicht mit dem Fluch gesegnet bin, als ob es das Einzige wäre, was zählt. Diese Halunken waren schon hier, als ich kam. Sagen Sie mir, was Sie hier wollten. Sie waren Plagegeister, die mir schon eine ganze Weile auf die Nerven gingen. Ihren Anführer kenne ich nicht, aber wer auch immer es ist, muss wild entschlossen sein. Und da haben Sie die Kerle einfach abgeschlachtet. Sie wollten mich tot sehen, also habe ich den Spieß umgedreht. Zumal Sie auch nicht gerade ein Unschuldslamm sind, Mr. Reed. Ich kann Ihnen das Siegel nicht überlassen. Lassen Sie uns vernünftig miteinander reden, Charles. Mittlerweile wissen Sie ja, dass das Privileg, ein Auserwählter zu sein, seine Schattenseiten hat. Im Gegensatz zu Ihnen wurde ich für diese Rolle erzogen. Mein ganzes Leben lang habe ich darauf gewartet, sie einzunehmen. Ich bin ein Auserwählter. Jawohl. Lassen Sie sich diese Last nehmen. Sie meinen wohl eher, ich soll mich von Ihnen umbringen lassen. Ich habe den kleinen Friedhof im Keller Ihres Hauses entdeckt. Zufriedene Kundschaft sieht anders aus. Ja, ja. Es gab Komplikationen bei der Durchführung des Rituals. Aber nun wird Cathigonor mich lenken und leiten. Sie sollten langsam mal zur Sache kommen, Blackwood. Ich kann Ihnen die Saat des Schläfers entnehmen. Dann trage ich diese Last und bringe sie in die dunklen Tiefen unterhalb der Stadt. Und sie werden frei sein. Es obliegt an Ihnen, ob Sie mich auf meinem Weg begleiten oder aus der Stadt fliehen wollen. Im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte. Ich glaube kaum, dass das so einfach ist, wie Sie es sagen. Einfach war in meinem Leben nie etwas. Ich habe alles dafür gegeben, jetzt hier sein zu können. Alles. Ich weiß, dass das Schicksal es so will. Ihres und meines. Für Ihre Rettung ist es noch nicht zu spät, Mr. Reed. Lassen Sie sich helfen. Ich flehe Sie an. Ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Oh mein Gott, ich trau dem Typen nicht. Ich habe gesehen, wie es Ihren anderen Versuchskaninchen ergangen ist. Und ich habe nicht vor, so zu enden. Ich gehe. Das kann ich nicht zulassen, Charles. Sie hatten die Wahl und Sie haben falsch gewählt. Wer versucht, sich zwischen mich und mein Schicksal zu stellen, muss sterben. Siehst du, immer nur ich. Mehr wollte der gar nicht. Immer ich. So. Okay, das wird... Oh, das wird richtig unlustig hier. Okay. Blackwood ist uns genau in die Flinte gerannt. Alter, das ist viel zu zappelig alles. So. Ich häng fest. Oh. Das dicke Ding muss weg. Okay. Huh. Das war gut. Jetzt müssen wir nur noch den loswerden. Gut, 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 gut. Oh mein Gott. Da habe ich aber ein bisschen verkackt. Eieiei. Liegt aber auch daran, dass ich auf einen viel größeren Bildschirm gucke als noch beim letzten Mal. Das ist irgendwie sehr ungewohnt, muss ich sagen. So. Okay. Alles halb so schlimm.
So. Sind wir wieder fit. Vielleicht können wir hier ja... Oh, guck dir das an. Da können wir ja... Oh, ordentlich. Warum können wir auf einmal so viel damit rausnehmen? Das ist ja krass. Okay, wir haben alle Schlüsselhinweise gefunden. Wir haben Evernote Blackwood getötet. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber sie fühlt sich richtig an, weil... Ne, er hat ja eben auch zum Schluss gesagt, also eigentlich ging es ja nur um ihn und nicht um meine Rettung. Deshalb passt das schon. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Zwei Sachen. Evernote Blackwood wollte nicht akzeptieren, dass ich ihm das Siegel von Carthigonor nicht überlassen kann. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als ihn zu töten. Die Zeit wird zeigen, ob er ein Visionär oder doch nur ein Wahnsinniger war. Wie dem auch sei, Johannes van der Berg hatte mich gebeten, ihn in seinem Theater aufzusuchen, sobald ich das Siegel habe. Okay. Sobald soll ich mich in die Wineland Avenue südlich der University Street begeben. Alles klar. Dann machen wir das doch nochmal eben fix. Beziehungsweise, warte mal eben, ganz kurz mal eben. Briefe aus Oakmont. Wir sind da. Gibt es hier... Wollen wir uns nicht nochmal so einen Brief unter den Nagel reißen? Ich meine, ich bin jetzt nicht so mega gut ausgerüstet, aber... ich wollte die Folge dieses Mal nicht ganz so lang halten. Seht es mir nach, aber ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, ich muss mein Setup hier noch fertig machen und so. Deshalb sollte diese Folge heute ein bisschen kürzer werden. Und wenn wir jetzt zum Johannes gehen, dann wird sie nämlich länger. Also, seht es mir nach. Dafür machen wir hier noch mal ein bisschen Nebengedöns. Ich hoffe auf die Schnelle, weil dann haben wir da, können wir vielleicht da auch nochmal wieder einen kleinen Haken hintermachen. Jedenfalls hinter einen der Briefe. Sodele, warte mal, wir müssen da vorne auf die Kreuzung. Schauen wir uns hier mal um, das sieht doch gut aus. Die Frage ist, ob ich hier schon mal drinne war. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich jedes Briefversteck, in dem wir waren, danach auch wieder gelöscht habe. Und mir kommt das gerade irgendwie so vor, als ob wir hier schon mal drinne gewesen wären. Aber wir schauen uns trotzdem um. Man hat ja gerade gesehen... Ach du Kacke. Dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen Material kriegen können. Das hört sich nicht gut an. Ich sag's euch, wie es ist. Das hört sich nicht gut an. Auf jeden Fall wieder mal ordentlich hier Schrottmunition. Schrodi! Oh, können wir vielleicht wieder Granaten machen oder irgendwas? Das hört sich nämlich nach Riesenviech an. Okay, das ist ein kleiner. Das geht klar. Ich weiß doch nicht, ob wir hier gewesen sind, weil diese Wale hier... Oh mein Gott, es ist was Dickes. Natürlich, was auch sonst. Oh. Ist halt immer ein bisschen teuer, ne? Diese Dicken, die kosten echt mal 3 direkte Granatentreffer. Die letzten Male habe ich immer nicht ganz direkt getroffen. Deshalb musste ich dann immer noch mal mit der Schrotze hinterher. Okay, das haben wir. Da können wir noch mal Metallteile abgreifen. Dann gehen wir mal... Ah, und wenn wir eh schon mal hier sind, ne? Zack. Können wir auch mal eben die Energie wieder ganz auffüllen. Da unten habe ich nämlich auch ein Medipack gesehen. So. Okay. Und dann schauen wir mal nach oben.
aber guck mal, hier waren wir doch, war das? Alter, stirbst du mal bitte? Danke. Ich meine, dass wir hier schon mal gewesen sind. Dass das hier die, der Brief war, wo wir ganz am Anfang mal waren. Wo wir dann einfach durchgerannt sind und den, beim Durchrennen uns irgendwie mit abgegriffen haben. Und da war nämlich hier, war das doch abgesperrt gewesen. Bin ich mir relativ sicher. Weil den haben wir auch nicht gelöscht. Naja gut, aber dann hat man da jetzt Gewissheit. Das ist ja auch ganz gut. Wir konnten hier nochmal ein bisschen Krams einsammeln, auch wenn es 2 Granaten gekostet hat. Ja, hier waren wir schon mal. Doch, doch. Bin ich mir sehr sicher, weil dieses Haus auch genauso aussah wie so ein anderes Haus, wo wir ganz am Anfang drin waren. Aber okay. Halb so schlimm. Können wir weghauen. Dann laufen wir jetzt nochmal zu diesem Brief hier. So. Weil einen Brief wollte ich auf jeden Fall hier noch mitnehmen. Ist natürlich nur ein bisschen scheiße, dass wir schon alle Granaten verballert haben. Aber vielleicht klappt's ja. So. Ui. Okay, da müssen wir irgendwie hin. Mal gucken, ob wir dieses Boot hier umfahren können. Ja. Ein befallenes Gebiet. Ist das Haus in einem befallenen Gebiet? Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Warte mal, wie weit müssen wir rennen? Doch, da. Direkt an der Kreuzung. Holy shit. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, die ich jemals hatte. Definitiv nicht. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Oh Gott. Kann aber auch echt nicht so richtig ausweichen, ne? Na, Halleluja. Oh Mann. Oh Mann, das war doch ein Treffer. Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Oh, holla, die Waldfee, ey. Na, wenn sich das mal gelohnt hat. Oh Gott. Ey, kommt, aber ne, es soll ja auch hier abwechslungsreich bleiben im Let's Play. Also gibt es dieses Mal die absolute Klopperfolge. Wir verballern einmal alles, was wir jemals an Vorräten gesammelt haben. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. So, hier ist nichts zu finden. Doch. Da. Da.
Oh hä, was ist das denn? Tagebuch von Obed Marsh. 21. März 1856, New South Wales. An diesem Tag erreichten wir die Insel Ball's Pyramid oder vielmehr einen riesigen Felsen, der etwa 2000 Fuß aus dem Meer hinausragt. Die Luft um diesen Monolithen ist vergiftet und man kann kaum seine Spitze erkennen. Allerdings machen wir dort stets einen guten Fang und finden auch Gold. Ich musste ihnen zwei Sklavinnen geben, die wir auf Sumatra gekauft hatten. Sie hatten Angst, als sie die tiefen Wesen sahen. Auf Nimmerwiedersehen. Wir legten einige Seemeilen entfernt an der Lord Howe-Insel an, um unsere Trinkwasser- und Essensvorräte aufzustocken. Wir ließen unser Beiboot Hattie um 8.15 Uhr ins Wasser. Als wir im Jahre 1847 das letzte Mal hier waren, lebten drei Siedler mit ihren Aborigine-Frauen auf der Insel. Dieses Mal sahen wir nur die Frauen und sie hatten sich verändert. Sie waren tätowiert und ihre Augen blutunterlaufen. Überall im Lager lagen Tierkadaver herum und daneben schliefen die Frauen. Wir tranken und tanzten mit ihnen. Eine der Frauen spielte auf einer sonderbaren Flöte, die Klänge erzeugte, wie wir sie nie zuvor gehört hatten. Danach führte mich eine der Frauen in ihre Hütte. Gerade als wir dabei waren, uns im Dunkeln zu vergnügen, kam Matthews mit einer Fackel hinein. Und da sah ich, dass über mir ihr toter Mann an Haken von der Decke hing. Die Haut in seinem Gesicht glich einem 100 Jahre alten, verschrumpelten Apfel. Er war nur noch Haut und Knochen und seinen Mund hatte er weit aufgerissen zu einem ewigen Schrei. Ich sehe immer noch vor mir, wie mich seine Augen anstarrten. Die Hexe lachte laut und wackelte mit ihren Oberschenkeln. Ihre Zähne waren geschliffen, so dass sie denen eines Wolfes oder Hais ähnelten. Da ergriffen wir die Flucht und ließen die Hexe und diesen verfluchten Ort zurück. Tagebuch von Obed Marsh. Da auch wieder mit jede Menge Querverweise. Aber war das denn hier vielleicht gar kein Briefgedöns? Innsmouser Geschichten. Ach, kick an. Das war eine andere Sammelaufgabe oder eine andere Nebenaufgabe. Ich habe mich nämlich auch schon gewundert, weil die Briefe, da waren die Häuser zwar immer deftig, aber die Verstecke selbst waren ja nicht so krass gewesen. Aber dann lass uns doch nochmal eben... Doch, es war ein Brief, es ist doch ein Brief aus Augment. Tagebuch von Obed Marsh. Okay, weil die anderen, die sind ja alle hier so abgekürzt. Hochinteressant. Okay. Dann löschen wir das Ganze und versuchen hier jetzt nochmal eben lebend rauszukommen. Gut. Okay, wir stehen so. Jetzt muss ich mich mal eben orientieren. Direkt geradeaus wäre tatsächlich am besten. Das scheint auch einfach der Ausgang zu sein. Nice. Na komm! Jawohl! Guck mal! Haben wir es geschafft! Wie gesagt, dann war es das auch für diese Ausgabe. Ich habe ja gesagt, dieses Mal eine etwas kürzere Ausgabe. Dafür wird die nächste wieder umso länger. Versprochen. Nur ich muss erstmal hier meine ganzen Setups und so richtig einstellen. Vielleicht hat es vorhin auch in den Zwischensequenzen so ein bisschen geruckelt, weil das alles noch nicht optimiert ist. Das mache ich jetzt aber in Ruhe. Von daher, vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugesehen habt. Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen spannender, verspreche ich euch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.